Moin, ich bin der Flo von Srühohr und ich mache heute die Tarnaufnahmen. 1, 2, 3, go! Inzwischen schon vom Studio-Tagebuch. Heute nehmen wir die Rhythmusgitarren auf. Das heißt, wenn ich es denn schaffe. Also, sei gespannt. Also dieses Stimmengerät hat eine WLAN-Verbindung. Per Kabel, ne? Und das ist Dave. Und ich sag, ey Dave, dreh mal Beute. Dann dreht er unten an seinem kleinen Hamsterrad. Und dann bewegt sich dieser Zeiger hier. So, ich sag hier. Warte, ich muss immer umdrehen, Mann. Sonst ist das über den Kopf, Junge. Das kann das auch keiner erkennen, ne? So, wenn ich jetzt sag, ich bin jetzt hier. Dann sag ich, Dave, du musst ein bisschen schneller treten. Ach, siehst du, hat er geschafft. Deswegen steht auch D, oder was? Ja, deswegen spielen wir auch in D wegen Dave. Wenn du weiter so nebenbei säufst, dann denken die Leute noch, wir machen hier unter Wasseraufnahmen. ich säufe. Strudegor goes Atlantis. Mach Play jetzt! 1, 2, 3! Also scheiß Solo auf. Wird nichts. Wir machen das jetzt ohne Solo. Und wird eh nichts. Mann, falscher Ton. Jetzt mal. Welches Plektro spielen Sie? Knusprig zart.
Ich brauche keine harten, keine weichen. Ich will knusprig. Metplektrum. Ein sogenanntes Metplektrum. Ein Metplektrum. Vom freilaufenden Met-Igel herausgeschnitten. herausgeschnitten. Freilaufenden Met-Igel, genau. Met-Igel-Knochen. Wer kennt es nicht? Das sogenannte Met-Igel-Horn. Wir haben keine Kosten um ihn gescheut. Das Einhorn des Bodens. Der Met-Igel. Ja, nächste Woche geht's dann weiter mit Gesang und Western-Gitarre. Schauen wir mal, was da noch irgendwas macht, ne? Hallo, guys. Tschüss. Hallo, mein Name ist Florian and I bet you can play this.